Hi, heute wird's ganz schön affig auf dem Kanal. Wir haben hier zwei schwere Rotweine aus dem Languedoc für euch. Bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Wild Wild Wine. Heute geht's nochmal nach Südfrankreich und zwar in die Region Languedoc-Roussillon. Das Languedoc ist eines der größten Weinanbaugebiete in Frankreich, 300.000 Hektar. Nur zur Info, wir haben in Deutschland ungefähr 105.000 Hektar, also dreimal so groß wie die komplette deutsche Weinerzeugung in einem Weinanbaugebiet. Es ist ein sehr, sehr heißes Gebiet und die Weinregionen liegen an der Küste, so auf ungefähr 240 Kilometer Länge. Es wird Obst angebaut, es werden Oliven angebaut, es wird sogar Reis angebaut, aber es findet alles an den Küstenstreifen statt, weil das Gebiet so heiß ist. Wenn man das im Innern machen würde, dann würde man zu viel Wasser verbrauchen. Also landwirtschaftlich gesehen kann man nur ein paar Sachen machen. Wir haben heute hier eine Winzergenossenschaft. Eine Genossenschaft ist halt ein Zusammenschluss verschiedener Winzer. Die älteste noch existierende Winzergenossenschaft, übrigens, steht bei uns an der A, Winzergenossenschaft Maischoss. Die arbeiten mit den Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot. Hatten wir schon mal in einem Video, können wir eine Infobox zuschalten, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt. Cabernet Sauvignon und Merlot sind die Hauptrebsorten der teuersten Weine der Welt, der gesuchtesten Weine der Welt. Nur im Languedoc, aufgrund der großen Hitze, fallen die Weine ganz anders aus. Wir haben, wie gesagt, hier einen Cabernet Sauvignon mit einem langen Holzfassausbau. Wir haben hier Cabernet Sauvignon, Merlot ist in beiden Teilen drin, mit einem kürzeren Holzfassausbau, und gemacht sind die Weine im Appassimento-Verfahren. Appassimento ist ein altes Verfahren, das haben die Italiener erfunden. Früher wurden die Trauben unter Dachlatten getrocknet, mehrere Wochen nach der Ernte. Das heißt, sie sind geschrumpelt, das Wasser ist verdunstet und nur die Hauptextraktteile zur Weinbereitung sind also im Wein, in den Trauben geblieben. Heute wird das meistens gemacht mit Propellern. Also die Trauben werden bepustet, dass das Wasser verdunsten kann. Aufgrund der großen Hitze sind die Weine sehr, sehr alkoholstark. Also man hat hier 15% Mocken. Der kleine Bruder hat 13,5. Das ist ja auch schon was. Liegt daran, er liegt länger im Holzfass, im Barrique. Und dieser Wein wird etwas früher abgezogen, so dass er etwas weicher, etwas geschmeidiger ist. Beide Weine, wie gesagt, im Appassimento-Verfahren und geht halt Richtung Primitivo, ist aber ein Franzose, halt kein Italiener. Thema Essen. Diese beiden Weine vertragen sich wunderbar mit Steak, mit Käse, mit einem alten Holländer, also ich meine den Käse. Wie gesagt, eine Winzergenossenschaft aus dem Languedoc und Etiketten, wie ihr seht, ja, echt affig, aber die Weine sind echt cool. Ja, das war's heute mal wieder und schön, dass ihr zugeschaut habt. Habt noch Spaß und freut euch auf Neues. Ciao. Breit. Wow. Ein Blödmann.